Erich Ribbeck, 10 Minuten nach Spielende. Ich denke mal, hat die deutsche Mannschaft vielleicht hier sogar einen Punkt gewonnen? Ich glaube, wenn man das ganze Spiel sieht, dann war dieser Punkt verdient. Wenn man in so einem Turnier im ersten Eröffnungsspiel, also in unserem ersten Gruppenspiel, 1-0 zurückliegt, ist das immer das Schlimmste, was passieren kann. Das war das, was wir unbedingt vermeiden wollten. Aber das Tor ist gefallen und wir haben danach, denke ich, auch verdient den Ausgleich erzielt. Danach haben wir auch sehr ordentlich gespielt. In der ersten Halbzeit und in der zweiten Halbzeit war es dann aus meiner Sicht so, dass bei dem einen oder anderen dann die Kräfte nachgelassen haben und dadurch auch die Konzentration. Und dadurch sind wir nicht mehr so ins Spiel gekommen, wie das nach dem 0-1 bzw. nach dem 1-1 der Fall war. Ich will mal ein bisschen dagegen halten. Sie sagen, in der ersten Halbzeit haben wir dann gut gespielt, hat die Mannschaft gut gespielt. Die ersten 25 Minuten, da konnte einem ja Angst und Bange werden. Da stimmte ja in der Abwehr so gut wie gar nichts. Haben Sie dafür eine Erklärung oder habe ich das falsch gesehen? Ich kann es jetzt nicht sagen. Also ich will jetzt hier nicht auf eine Konfrontation hinaus. Nur haben wir die wenigen Chancen, die der Gegner gehabt hat, die haben wir eingeleitet durch Fehlpässe, durch unnötige Ballverluste. Also insofern kann man das ganz leicht erklären. Man kann jetzt natürlich sagen, dass wir ganz schlecht gespielt haben und wie Nein. Sie sagen, so ein glückliches Unentschieden geholt haben. Aber ich denke, dass wir phasenweise dann gezeigt haben, dass wir in der Lage sind, auch gut Fußball zu spielen und auch Chancen rauszuarbeiten. Dass das letztlich nicht so geklappt hat, wie wir uns das gewünscht hätten, das ist richtig. Aber trotzdem muss man sehen, dass wir das 0-1 aufgeholt haben. Das ist in einem Eröffnungsspiel ist das nicht so einfach. Die Systemfrage wird ja immer wieder gestellt. Es ist bekannt gegeben worden, wir spielen 3-5-2. Ich sage, wir spielen 3-3-2-2. Fehlt der Mannschaft nicht im Mittelfeld so ein kreativer Kopf? Denn weder Hässler noch Scholl haben heute ja das Spiel wirklich in den Griff bekommen. Scholl eher als Hässler. Fehlt da vielleicht der Mannschaft so ein Mann wie Hagi? Also erstens bekommt der Scholl kein Spiel in den Griff. Der Scholl ist ein Spieler, der nach vorne drängt. Ich glaube, das hat er heute eindeutig bewiesen. Das ist kein Spielmacher so alter Prägung. Und der Hässler, denke ich, hat, solange er Kraft hatte, gezeigt, dass er in der Lage ist, sich am Ball zu behaupten und auch gute Pässe zu spielen. Aber jetzt das nach dem Hautsch oder Hagi zu rufen, ich denke, das ist nicht nötig. Ja, ich rufe ja nicht nach dem Hagi, sondern nach einer Figur, einem Spieler, der so ein bisschen mehr Ordnung reinbringt. Denn auch in der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft natürlich besser gespielt, ja, ist klar. Wen möchten Sie denn gerne haben? Mal ganz einfach gefragt. Ja, meine Frage ist ja, fehlt uns so ein Mann in Deutschland überhaupt? Es hat in der zweiten Halbzeit, hat bei einigen Spielern, ich will jetzt nicht sagen, die Kräfte nachgelassen, aber wenn die Kondition nicht mehr so da ist, dann unterlaufen Fehlpässe. Ich musste zweimal dann noch auswechseln. Insofern war das Spiel dann nicht mehr so wie in der guten Phase der ersten Halbzeit. Aber wir haben ja noch zwei Spiele. Ja, klar, das ist keine Frage, dass da noch was besser werden kann. Sie haben gerade die Auswechslung angesprochen. Viele werden das nicht verstanden haben, dass Sie einen offensiven Mann Hässler rausgenommen haben und einen defensiven Spieler Hamann reingenommen haben. Auch wissen Sie, da wird so viel gesprochen und diskutiert, wer offensiv und defensiv ist. Ich könnte jetzt sagen, ich habe den Deißler als Offensiveren reingebracht für den Markus Babbel, der dann in der Position von Lothar Matthäus gespielt hat. Ja. Ich weiß nicht, ob wir die Zeit jetzt hier haben, dann könnte ich das erklären. Ich denke, man macht es sich im Prinzip zu einfach, wenn man jetzt sagt, der Hamann ist defensiv und der Hässler ist offensiv und deswegen waren wir defensiver. Dann hätte der Gegner nur noch vom eigenen Tor stehen müssen, denn die haben Stürmer rausgenommen und Mittelfeldspieler gebracht. Also was soll die Diskussion? Ja, reden wir mal über das Positive. Also da hat ja Mehmet Scholl ein Tor geschossen, das sieht man nicht alle Tage. Ist das für ihn vielleicht jetzt so ein Durchbruch für die nächsten Spiele auch? Das weiß ich nicht, aber wenn er das Tor nicht geschossen hätte, hätte er auch gut gespielt. Also wir neigen ja dazu, die Spiele immer danach zu bewerten, wer jetzt die Tore erzielt. Und das war sicherlich für ihn, hoffe ich, ein guter Auftakt. Ich hoffe aber auch, dass andere sich anschließen. Ich habe 22 Spieler zur Verfügung und ich muss jetzt sehen,
wie wir die Spieler, die gespielt haben, das Spiel verkraften. Aber es ist durchaus möglich, dass am Samstag gegen England der eine oder andere neue Spieler, frische Spieler in die Mannschaft kommt. Erich Röber, ich danke Ihnen. Bitte. Ja, liebe Zuschauer, ich begrüße den Teamchef Erich Ribbeck. Sie hatten ja jetzt schon ein bisschen Zeit, nach dieser 0:1 Niederlage nachzudenken. In Ruhe so Ihr erstes Resümee, eine erste Bilanz. Das ist eine Niederlage, die wehtut. Nicht, weil wir jetzt nur noch eine theoretische Chance haben, den zweiten Platz zu erreichen. Sondern weil wir, wenn man das gesamte Spiel sieht, sicherlich unverdient verloren haben. Wir waren in der ersten halben Stunde die bessere Mannschaft, haben das Spiel auch dominiert, haben das Spiel im Griff gehabt und in der zweiten Halbzeit haben die Engländer nicht eine Torchance gehabt, aber sie haben ein Tor erzielt und wir haben unsere zwei, drei Möglichkeiten, die wir auch in der zweiten Halbzeit hatten, nicht genutzt. Jetzt können wir uns nicht beschweren, dass wir das Spiel verloren haben. Wir haben wirklich die Standardsituation, denn dafür ist Beckham ja bekannt, besprochen, zugeteilt, auf Video gezeigt, nochmal besprochen. Aber wie man gesehen hat, eine kleine Unaufmerksamkeit. Erstens möchte ich das nicht machen. Zweitens, was soll man jetzt an einem Spieler, der vielleicht sogar einer der Besten war, aufhängen, dass er unaufmerksam war? Ich habe es also jetzt gerade eben nur, ich habe nur das Tor gesehen und eben nur die Freistoßausführung. Ich habe die Entstehung überhaupt noch nicht gesehen. Also im Fernsehen. Also insofern kann ich im Prinzip da noch keine präzise Aussage machen, aber es wäre auch Blödsinn, jetzt da einem Spieler die Schuld zuzuweisen. Versuchen wir ein bisschen noch bei diesem Spiel zu bleiben. Es haben, meinen auch die Experten, die spielerischen Mittel gefehlt, diese Engländer spielerisch zu besiegen. Haben wir die Spieler nicht in Deutschland oder haben die nur jetzt bei dieser Europameisterschaft gefehlt? Ich denke, dass wir auch in der Vergangenheit die Engländer nie ausgespielt haben. Wir haben ja, waren letztlich immer erfolgreich, weil wir dagegen gehalten haben, weil wir auch das nötige Quäntchen Glück sehr oft gehabt haben. Das haben wir heute leider nicht gehabt. Ich meine, das kann man nicht erzwingen. Höchstwahrscheinlich waren wir heute den Engländern mehr überlegen als in den zum Teil Spielen zuvor. Aber diesmal haben die Engländer das Tor geschossen und wir nicht. Wir haben in der zweiten Halbzeit, ich habe es noch nicht gesehen, also ich denke, dass wir zwei, drei sehr gute Möglichkeiten gehabt haben, aber leider nicht genutzt und jetzt, ja, jetzt haben wir verloren. Neben mir auf der Tribüne saß John Barnes, der gesetzt hat, mich angerempelt und hat gesagt, this is our night. Man hat gemerkt, sie fiebern nach 34 Jahren, schmerzt die Niederlage umso mehr. Wir sind sehr enttäuscht. Gewonnen haben oder zumindest einen Punkt geholt haben, dann hätten wir aus eigener Kraft noch den zweiten Platz schaffen können. Das ist natürlich enttäuschend. Positiv war zweifellos, dass wir wesentlich mehr Spielanteile hatten und in der zweiten Halbzeit auch alles versucht haben. Die Spieler, wir haben versucht, über die Flügel zu kommen. Die Engländer waren natürlich massiert in der Abwehr und haben uns wenig Möglichkeiten gegeben. Und die wenigen, die wir hatten, die haben wir dann nicht zu nutzen gewusst. Also können wir letztlich nichts daran machen, dass wir 1:0 verloren haben. Sie haben selbst gesagt, es besteht nur noch eine theoretische Chance im Spiel am Dienstag gegen Portugal. Wie gehen Sie mit der Mannschaft um? Ich sage jetzt mal so, ist das schon ein Neuaufbau oder können Sie sich rehabilitieren? Nein, ich meine, die Rumänen können es aus eigener Kraft noch schaffen. Wenn sie die Engländer schlagen, dann sind sie vor England in der Tabelle. Und wir haben eine theoretische Chance, wenn wir die Rumänen schlagen mit einem Tor mehr als die, wenn wir die Portugiesen schlagen mit einem Tor mehr als die Rumänen England, dann wären wir Zweiter. Das ist zwar Theorie, aber ich denke, da wir diese minimale Möglichkeit noch haben, sollten wir alles tun, um gegen Portugal erfolgreich zu spielen. Ich muss sehen, welche Spieler wir spielen ja schon am Dienstag in drei Tagen, dieses Spiel hier verkraftet haben, denn die, die gespielt haben, haben alles gegeben, das kann man nun wirklich sagen. Und dann werde ich die Mannschaft aufstellen und wir müssen sehen, dass wir gegen die Portugiesen erfolgreich sind.
Wie werden Sie die Gespräche angehen? Werden Sie die Jungs jetzt in Ruhe lassen? Sie fahren ja heute Nacht noch zurück nach Pfalz und, zum Quartier. Das wird ja auch noch eine Busfahrt, die ich lieber nicht mitmachen möchte, sage ich mal ganz ehrlich. Ja gut, da kann ich jetzt noch nichts zu sagen. Also da muss ich die Situation absehen. Hier sind sicher Spieler dabei, die noch jünger sind, für die es zum ersten Mal war, wie Sebastian Deisler, den man vielleicht auch trösten muss. Andere sind traurig, dass sie eben ihre Erfahrung letztlich nicht nutzen konnten, dass wir zumindest ein Unentschieden spielen. Wobei, wenn man das gesamte Spiel sieht, ein Sieg ja auch nicht unverdient gewesen wäre. Aber das ist Fußball, das hat es oft genug gegeben. Heute hat es uns getroffen, in den Spielen zuvor meistens die Engländer im Spiel gegen uns. Und da kann man nichts dran machen. Letzte Frage, Sie haben vorher gesagt, ich lasse mich ausschließlich an dieser Europameisterschaft und den Leistungen dort messen. Wie gerade oder gebeugt würden Sie denn nach Hause fahren nach dem jetzigen Zeitpunkt? Also auch da kann ich jetzt im Prinzip noch nichts zu sagen. Ich meine, wenn man, ich stehe noch unter dem Eindruck des Spiels, so wie die Spieler auch. Sie haben sicherlich heute, ich würde sagen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten gespielt. Vielleicht war der ein oder andere etwas schwächer, aber unser Spiel hat gestimmt. Wir haben vor allen Dingen in der ersten halben Stunde gut Fußball gespielt. Wir haben versucht, die Engländer laufen zu lassen. Das ist uns bis dahin auch ganz gut gelungen. Aber ich weiß, man wird immer an Sieg und Niederlage gemessen. Und wir haben jetzt noch ein Spiel. Da wollen wir alles tun. Und wenn das Spiel vorbei ist, dann werden wir reden. Dann würde ich das Gespräch führen, was von vornherein schon geplant war. Deutschland hat ein Fußballspiel verloren, das Leben geht aber weiter, Fußball wird auch weitergespielt. Ich bedanke mich, dass Sie da sind, Erik Ribbeck, und weiter mit Gerd Delling. Desaster, das war eine Demontage in der zweiten Halbzeit der deutschen Fußballnationalmannschaft. Müssten Sie mir dann recht geben? Das ist durchaus richtig. Wir haben gegen Portugal einmal in Rückstand gerät und wenn das Spiel nicht wieder aufnimmt, vom Kämpferischen her, dann sieht es so aus, wie wir ausgesehen haben. Sie haben uns vorgeführt. Und das war ja im höchsten Grade peinlich. Dann frage ich Sie, was sind das für Kerle, was sind das für Fußballspieler? Sie spielen immerhin für die Nationalmannschaft. Sie können das Fußballspielen ja nicht verlernt haben, jedenfalls in Ihren Grenzen, wie Sie das mal so schön formuliert haben. Aber was ist los? Was sind das für Kerle? Ich kann nicht sagen, was passiert wäre, wenn wir mit 1-0 in Führung gegangen wären. Dann wäre es vielleicht etwas leichter gewesen. Aber nachdem wir in Rückstand geraten sind, hat nichts mehr gepasst. Wir sind nicht mehr in Ballbesitz gekommen, wir sind in keine Zweikämpfe reingekommen. Die Portugiesen haben uns vorgeführt. Die haben ihre fußballerische Überlegenheit demonstriert. Und da bei uns, bei einigen Spielern auch vom Kämpferischen her nichts mehr kam, haben wir so ausgesehen, wie wir ausgesehen haben. Es gibt ja im Fußball dieses Schlagwort, die Mannschaft hat keinen Charakter. Trifft das auf die deutsche Mannschaft zu, derzeit? Also ich möchte jetzt nicht das ist schwer für unter, Sie unter dem Eindruck dieses Spiels etwas sagen. Ich kann nur sagen, dass wir alles getan haben, um im Vorfeld die Wichtigkeit des Spiels zu beschreiben. Wir wussten, dass wir noch eine Chance hatten, aber heute haben die Portugiesen gezeigt, dass man mit fußballerischen Mitteln einen Gegner auseinandernehmen kann. Das haben sie mit uns getan und es ist bedauerlich für die Mannschaft, aber bedauerlich vor allen Dingen auch für Lothar Matthäus, der sein letztes Spiel gemacht hat, der sich sicherlich einen besseren Abschied gewünscht hätte. Richtig, die letzten Tage, Sie waren ja hautnah dran, waren auch sowas wie eine Demontage des Lothar Matthäus. Aber so wie er heute gespielt hat, er nicht alleine, aber immerhin, die Augen sind ja auf ihn gerichtet, so wie er heute gespielt hat, gehört er tatsächlich nicht mehr dazu. Obwohl er jetzt stolze 150 Spiele gemacht hat. Ich fand, dass er, wenn man jetzt eine Wertung vornehmen würde, dass er sicherlich nicht zu den Spielern gehört hat, die versagt haben. Da gab es andere. Also ich finde, dass er sich sehr bemüht hat, dass er gekämpft hat, dass man gesehen hat, dass er unbedingt einen guten Abschied haben wollte. Und ich würde es also für verwerflich halten, jetzt über den Lothar Matthäus herzufallen. Da gibt es andere. Ich schließe mich da nicht aus.
Ich habe die Verantwortung gehabt, ich habe die Aufgabe übertragen bekommen. Es war sicherlich keine einfache Situation, aber ich übernehme und muss die Verantwortung übernehmen, ohne Wenn und Aber. Wir hatten zwei Ziele, einmal die Qualifikation zu schaffen, das ist gelungen, und dann in dem Turnier möglichst gut abzuschneiden, das ist sehr missraten. Und insofern kann ich im Prinzip nicht mehr sagen, als dass ich mich dazu bekennen muss, dass es keinen Sinn macht, jetzt die Verantwortung irgendwie auf andere zu schieben. Das ist alles zweit- und drittrangig. Ich war mit der Aufgabe beauftragt. Es gab sicher Dinge, die nicht förderlich waren, aber wie schon gesagt, wichtig war, besser zu spielen. Das ist nicht gelungen. Also insofern fühle ich mich da auch voll verantwortlich. Sie sind voll verantwortlich, sagen Sie. Bedeutet das jetzt, dass das das letzte Länderspiel für Sie war als Teamchef? Und ich habe im Vorfeld ja schon sehr deutlich gesagt, dass ein Nicht-Überstehen der Vorrunde mit großer Wahrscheinlichkeit mein Ausscheiden bedeuten würde. Aber ich möchte jetzt hier kein Statement abgeben, was mit mir passiert. Ich hatte ausgemacht, dass ich mit dem Präsidenten, wenn es vorbei ist, wann auch immer, ein Gespräch führe, und das werden wir führen. Aber wir müssen doch davon ausgehen, dass Sie Ihren Vertrag nicht verlängern. Ich möchte dazu nicht mehr sagen. Ich weiß, dass Sie sich immer vor die Mannschaft gestellt haben. Immer, egal in welcher Situation. Dennoch müssen Sie doch maßlos enttäuscht sein. Diese zwei Jahre werden von vielen Leuten als verlorene Zeit bezeichnet. Das ist sicherlich nicht nur allein Ihre Angelegenheit, sondern auch die Spieler. Aber ich kenne Sie ja lang genug. Ich merke es Ihnen auch jetzt an. Sie leiden doch ein wenig. Die Zukunft wird zeigen, welche Möglichkeiten da sind, anders und besser zu spielen. Man wird sicherlich in der Zukunft nicht nochmal, hoffe ich jedenfalls, so eingehen wie heute gegen Portugal. Aber ich gebe zu bedenken, dass das die Spieler waren, die zur Verfügung stehen. Es gibt keine Nachwuchskräfte. Wir haben heute alles gesehen, was, wie man so schön sagt, auf dem Markt ist. Wir haben den Sebastian Deisler gesehen, wir haben den Michael Ballack gesehen, als junge, hoffnungsvolle Nachwuchsspieler. Es gibt in der Bundesliga keine anderen. Wir wollen nicht schwarz malen, aber ist das der deutsche Fußball der Zukunft? Nein, das ist es sicherlich nicht. Wir haben ja gegen England nicht schlechter gespielt als die Engländer. Jetzt kann man sagen, die waren auch schlecht. Kann man sagen, ja. Aber wir haben ja da ein ordentliches Spiel abgeliefert. Und es ist aber in den letzten Spielen überhaupt nicht für uns gelaufen. Also man muss nicht immer so desolat spielen wie heute. Aber die Qualität der Spieler, die wird sich höchstwahrscheinlich nicht verbessern. Das hört sich nicht gut an. Ja gut, also ich will jetzt hier, also es wäre ja alles andere als unangebracht, jetzt hier schön zu färben oder schön zu malen. Also man muss ja den Dingen, den Tatsachen ins Auge sehen. Gucken wir mal nach vorne. Sie haben zwei Jahre, jetzt Ihre Zeit ist zwei Jahre lang um, also seit zwei Jahren um. Man sieht ja einen Schlussstrich nach so einer Veranstaltung. Was war denn für Sie das Positive an diesen zwei Jahren? Also ich muss Ihnen sagen, so mit so einem knappen Abstand zu dem Spiel, ich stehe ja auch noch unter dem Eindruck dieses Spiels, kann ich jetzt nicht sagen, was positiv war und was weniger positiv war, was negativ war. Es hat sicher das eine oder andere auch Positive gegeben. Aber es überwiegt natürlich das Negative, und das tut mir persönlich leid. Ich hätte mir auch etwas anders vorgestellt, auch einen anderen Abschluss dieser Vorrunde. Aber es ist jetzt nicht mehr zu ändern. Ich will Ihnen zum Schluss noch ein Zitat mitteilen. Ein Spieler hat gesagt, von den 22 waren mindestens 10 dabei, denen das relativ egal war, wie das hier ausgegangen ist. Sie nicken mit dem Kopf. Ich würde zunächst mal sagen, ich weiß nicht, wer es war. Ich habe die Erfahrung gemacht in den letzten Wochen, dass sehr viel zu lesen und zu hören war, was letztlich nicht gestimmt hat. Also möchte ich mich jetzt nicht an der Spekulation beteiligen. Wenn es so ist, spricht das sicher nicht für die Spieler, die es, oder den Spieler, der es gesagt hat. Und ich denke, dass man sich sowieso Gedanken machen muss über die Einstellung. Aber ich denke, das ist im Großen und Ganzen jetzt im Moment nicht mein Problem.
Nein, das ist sicher wahrscheinlich auch in Zukunft nicht, wie ich Sie kenne. Dennoch, weil Sie sagen Einstellung, jetzt sind wir wieder am Anfang unseres Gesprächs. Was mich wirklich erstaunt ist, dass diese Mannschaft offensichtlich dieses Gefühl für Deutschland zu spielen nicht mehr hat. Ich denke, dass wir ganz ordentlich angefangen haben. Und wenn der Pfostenschuss, der ja gut rausgespielt war, die Situation ins Tor gegangen wäre, wenn wir 1:0 geführt hätten, hätte das Spiel höchstwahrscheinlich mit großer Wahrscheinlichkeit einen anderen Verlauf genommen. Aber man muss auch dann, wenn man 1:0 zurückliegt, auch wenn man dann weiß, dass mit großer Wahrscheinlichkeit der zweite Platz nicht mehr zu schaffen ist, muss man alles geben. Und das war heute nicht bei allen Spielern der Fall. Ich glaube, dass das heute ein bisschen image-schädigend für den deutschen Fußball insgesamt war. Wenn man 3:0 in einem Europameisterschaftsqualifikationsspiel verliert, ist das sicherlich nicht förderlich. Da haben Sie sehr wahrscheinlich recht. Herr Rübig, ich wünsche Ihnen was. Wahrscheinlich werden wir zwei nicht mehr hier sitzen zusammen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke. Ich merke Ihre Wehmut. Dennoch alles Gute. Danke. Danke. So, kann ich aus der Sauna raus. Wir sehen uns morgen nochmal.